Heute habe ich mal wieder vermeintlich wahre Geschichten für euch mitgebracht, die verschiedenen Reddit-Usern widerfahren sind. Vermeintlich sage ich, weil ich natürlich nicht prüfen kann, ob sie wirklich wahr sind oder aus Unterhaltungsgründen geschrieben wurden. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr ihnen Glauben schenkt oder nicht. Wenn ihr zart beseitet oder alleine zu Hause seid, solltet ihr vielleicht lieber abschalten. Und jetzt viel Spaß beim Video. Vor ein paar Jahren habe ich ein Haus in Kalifornien gemietet. Es war nur ein bisschen außerhalb eines kleinen Dorfes. Es war die perfekte Mischung aus Ruhe und ein paar netten Nachbarn, die mir das Gefühl gaben, nicht von der Zivilisation isoliert zu sein. Die Gegend, in der ich wohnte, hatte keine Straßenbeleuchtung, weswegen es nachts wirklich stockduster wurde. Gerade wenn auch noch ein paar Wolken den Mond verdeckten. Aber das störte mich nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gegend fühlte sich dadurch urig, fast malerisch an, wenn man von innen nach draußen schaute. Eines Tages im Winter bin ich nach Hause gekommen. Es war ein bewölkter Tag. Als ich in die Einfahrt hineinfuhr, sah ich nur die kegelförmigen Lichtquellen meines Autos. Nichts anderes. Ich öffnete die Tür, stieg aus, als mir plötzlich eine Brise Zigarettenrauch ins Gesicht stieg. Das war komisch, weil ich den Geruch vorher noch nie vor dem Haus wahrgenommen habe und auch niemanden in der Nähe gesehen habe. Aber ich ignorierte es und ging ins Haus. Die Arbeit an dem Tag war anstrengend und ich habe mehrere Überstunden gemacht. Ich war fertig, deswegen wollte ich nur noch duschen gehen und danach ins Bett, obwohl es gerade einmal 19 Uhr war. Das machte ich auch und schlief direkt ein. Ein paar Stunden später wachte ich aber auf, weil ich irgendein Geräusch im Haus gehört habe. Ich machte mir keine Sorgen, weil ein Freund von mir einen Schlüssel fürs Haus hatte und die manchmal benutzte, um bei mir nach der Arbeit duschen zu gehen und direkt weiter zu seinen Nachtkursen zu fahren. Eigentlich schrieb er mir vorher immer eine kurze Nachricht, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass mein Handy eine Benachrichtigung bekommen hat. Deswegen wälzte ich mich auf die Seite, griff auf den Nachttisch, nahm mein Handy und schaute nach. Als ich es anschaltete, war es, als würde ich mir eine Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchten. Ich kniff meine Augen zusammen und versuchte, irgendetwas zu erkennen. Es war 9 Uhr, glaubte ich zumindest zu lesen, aber keine Benachrichtigung. Ich legte mein Handy beiseite und rief den Namen meines Freundes. Keine Antwort. Stille. Plötzlich hörte ich im Erdgeschoss laute Schritte, die immer schneller und lauter wurden. Sie mussten die Treppe anpeilen. Ich sprang aus dem Bett, öffnete meinen Kleiderschrank, ging hinein und schloss die Tür hinter mir. Mit dem Schließen hörte ich, dass die Person schon oben war. Neben meinem Schlafzimmer war das Badezimmer und ich hörte, wie er langsam an meiner Tür vorbeiging. Wahrscheinlich dachte er, die Geräusche kämen daher. Gott sei Dank, denn jetzt hatte ich Zeit, mich im Kleiderschrank nach oben zu hieven. Denn über dem Kleiderschrank war ein kleiner Dachboden, in dem ich mich verstecken wollte. Gerade als ich meinen Körper hochgezogen hatte, hörte ich Schritte in meinem Zimmer. Die Person stoppte, schaute sich wahrscheinlich um. Als er niemanden sah, entfernten sich die Schritte aus dem Zimmer. Gegenüber vom Badezimmer war noch ein Zimmer, in dem ich mehrere Kartons hatte und Miniaturfiguren, die ich gerne anmalte. Ich atmete durch, als das Licht plötzlich im Schlafzimmer anging und die Tür des Kleiderschranks aufgerissen wurde. Die Person hatte nur so getan, als würde sie zum anderen Zimmer gehen. Wahrscheinlich, weil sie davon ausging, dass wenn niemand im Haus ist, dass er sich im Schlafzimmer befindet. Ich konnte die Person von oben sehen, wie sie im Kleiderschrank nach mir suchte. Wirklich erkennen konnte ich sie aber nicht. Er gab auf, drehte sich um und verließ das Schlafzimmer. Nach ein paar Sekunden Stille schrie er. Aus Frustration oder Wut, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieser Schrei bei mir durch Mark und Bein ging. Und sich in mir eine Angst ausbreitete, die ich so noch nie gespürt habe. Der Mann rannte zurück zu den Treppen und nach unten. Ich hörte Teller zerspringen und Möbel umfallen. Es schien, als ließ er seine Wut an meinem Haus aus. Irgendwann stoppten die Geräusche. Ich hatte trotzdem Angst hervorzukommen, weswegen ich langsam bis 1000 zählte. Nachdem ich das gemacht hatte, kletterte ich herunter und rief die Polizei. Als die Polizei bei mir ankam, durchsuchten sie das Haus, aber bis auf ein Chaos und einen Zigarettenstummel konnten sie nichts finden. Ein Zigarettenstummel. Das bedeutete, er hat mich schon beobachtet, als ich nach Hause gekommen bin. Die Geschichte, die ich euch erzählen werde, ist vor ein paar Jahren in meiner alten Wohnung passiert. Ich hatte schon länger ein komisches Gefühl, als würde irgendetwas nicht stimmen. Wenn ich Essen in den Kühlschrank getan habe, war, obwohl ich selbst nichts davon gegessen habe, in den nächsten Tagen weniger drin.
Ich habe Kissen unter meiner Couch gefunden und andere merkwürdige Sachen. Ich lebte damals alleine und es gab niemanden, der Zugang zu meiner Wohnung hatte. So dachte ich zumindest. Eines Nachts bin ich gegen 1 Uhr aufgewacht. Ich lag in meiner eigenen Schweißlache und bin durch einen Albtraum aufgewacht. Weil ich so schweißgebadet war, entschloss ich mich dafür, unter die Dusche zu springen. Also ging ich ins Badezimmer, machte Musik auf meinem Handy an und sprang unter die Dusche. Nach ein paar Minuten hörte ich, wie sich die Tür bewegte. Ich habe sie zwar nie zugemacht, aber normalerweise bewegte sie sich nicht. Ich stand mit geschlossenen Augen zum Wasserhahn und konnte somit nichts sehen. Als ich die Augen öffnete, sah ich aber einen Schatten. Irgendetwas oder irgendjemand war in meinem Badezimmer und stand vor der Dusche und warf einen Schatten. Langsam streckte ich meinen Arm aus und nahm das Handy und hielt es so, dass ich durch die Spiegelung hinter mich gucken konnte. Das Blut in meinen Adern gefror. Dort stand tatsächlich jemand. Ich versuchte mich zu beruhigen, nicht zu schreien und nachzudenken. Mir kam eine Idee. Ich drehte den Wasserhahn langsam nach rechts. Das Wasser sollte so heiß werden, wie es nur ging. Als es unerträglich wurde und dampfte, nahm ich den Schlauch aus der Vorrichtung und richtete ihn mit einer schnellen Drehung auf die Person, die direkt vor der Dusche stand. Zum ersten Mal sah und hörte ich sie. Es war eine Frau, die aufgrund der Schmerzen losschrie. Ich stieß sie mit dem Duschkopf zur Seite, rannte los, packte mir den Türschlüssel, steckte ihn schnell auf der anderen Seite ein, schloss die Tür und sie ab. Noch heute kann ich mir nicht erklären, wie ich so schnell reagieren konnte. Die Frau klopfte und warf sich gegen die Tür, während ich die Polizei rief. Ich nahm mir ein Küchenmesser in die Hand und wartete darauf, dass die Beamten bei mir klingeln. Die Minuten fühlten sich an wie Stunden, die Realität wie ein Traum. Als sie endlich ankam, nahmen sie die Frau fest. Es stellte sich heraus, dass sie vorher in meiner Wohnung gewohnt hat und aufgrund von Geldproblemen hinausgeworfen wurde. Sie hatte sich anscheinend eine Kopie vom Schlüssel machen lassen und ist immer in die Wohnung gekommen, wenn ich geschlafen habe. Vielleicht war es auch sie, die mich geweckt hat und kein Albtraum. Aber diesen Gedanken traue ich mich nicht zu Ende zu denken. Seitdem bestehe ich immer darauf, dass die Schlösser ausgetauscht werden, wenn ich in eine neue Wohnung ziehe. Folgendes ist mir 2017 passiert. Aufgrund mehrerer Faktoren, darunter auch der Tod eines engen Freundes, war ich wirklich am Boden. Deswegen ist meine Familie zu mir nach Los Angeles geflogen und wir wollten zusammen die Catalina Islands besuchen. Erst als wir dort ankamen, bemerkten wir, dass wir in der Nebensaison da sind. Es war Ende November, es war kalt und deswegen waren die Inseln, abgesehen von den Menschen, die dort wohnten, so gut wie leer. Wir waren somit fast die einzigen Touristen. Unser Plan war es, unser Gepäck in unserer Unterkunft abzugeben und danach die Insel zu erkunden. Also checkten wir im Motel ein, wobei Motel nicht wirklich die richtige Bezeichnung ist. Es waren 20 bis 30 Gästehäuser, die freistehend waren und alle einen eigenen Eingang hatten. Nachdem wir den ganzen Tag auf der Insel herumgeleucht sind und sie erkundet haben, kamen wir wieder in unserem kurzzeitigen Zuhause an. Essen gab es in einem separaten Gebäude und als wir fertig waren, machten wir uns auf den kalten, dunklen Weg nach Hause. Unser Gästehaus war etwas weiter weg. Und weil es eine Insel ist, ohne wirkliche Beleuchtung, wurde es wirklich extrem dunkel. Man konnte fast seine Hände nicht mehr sehen, wenn man seinen Blick herunterwandern ließ. Weil ich vollgefressen war und die Anstrengung des Tages ihren Zoll forderte, zog ich meine Kapuze enger und sagte meinen Eltern, dass ich mich schlafen legen muss. Unsere Unterkunft hatte 2 Schlafzimmer. Einmal das meiner Eltern, das direkt neben der Eingangstür lag, und meins geradeaus, wenn man reinkommt. Nur einige Sekunden, nachdem ich mich ins wohlige Warm begeben habe, schlief ich ein. Irgendwann wachte ich auf, weil meine Mutter meinen Namen neben mir flüsterte. Ein alarmierendes Flüstern, das direkt Blut durch meine Adern pumpen ließ. Meine Mutter flüsterte noch einmal meinen Namen. Etwas lauter dieses Mal. Ich drehte mich zu ihr um und fragte, was? Als ich mich umdrehte und sich meine Augen langsam ans Mondlicht anpassten, sah ich ihren entsetzten Blick. Es wirkte so, als wäre sie überrascht, dass ich in meinem Bett liege. Die Panik war ihr ins Gesicht geschrieben. Wenn ich im Bett liege, mit wem hat sie dann geredet? Unsere Köpfe drehten sich zeitgleich so, dass wir aus der offenen Tür meines Zimmers gucken konnten. Dort stand jemand. Dieser jemand hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und man sah nur seine dunkle Silhouette. Das Leben ist nicht wie ein Film, wo Charaktere losschreien. Manchmal ist das Einzige, was man rausbekommt, ein leises Fiepen. Das war der Fall bei mir. Meine Mutter hingegen schrie den Namen meines Vaters in einer Stimmlage, die dringlich war und die ich so noch nie von ihr gehört habe. Als sie das tat, machte die Kapuzensilhouette etwas Merkwürdiges und Bizarres.
Anstatt wegzulaufen oder sich uns zu nähern, verkroch sie sich in die Ecke, wo sie stand. Wie sie sich hinhockte, sah komisch aus. Und es machte mir nur noch mehr Angst. Es war fast animalisch. Ich verstand gar nichts. Ich wusste nur, dass ich anscheinend im Schlaf von ihm beobachtet wurde und sie sich auf eine Art und Weise verhielt, die ich nicht verstand. Aber den Gedanken, der ewig währte, so zumindest in meiner Wahrnehmung, konnte ich nicht zu Ende führen, weil mein Vater, der beim Militär war, vom Schrei meiner Mutter aufwachte und uns losscheuchte, wegzurennen. Ohne zu denken, folgten wir seinen wortlosen Anweisungen. Wir rannten los, zuerst mit ihm, aber als er bemerkte, dass wir in Sicherheit sind, drehte er um und ging wieder zu unserem Haus, um nach der Silhouette zu sehen. Ich wollte nur in Sicherheit, deswegen blieb ich stehen und folgte ihm nicht. Mein Puls raste, beruhigte sich aber nach einer Zeit, als mein Vater mit gesenktem Blick wieder auf mich zukam. "Es war ein verdammtes Kind", sagte er. Es stellte sich heraus, dass es ein großer, schlanker Jugendlicher war, der aus Versehen ins falsche Haus gegangen ist, zu einem unglücklichen Zeitpunkt, als meine Mutter gerade aufwachte und ihn sah. Zuerst dachte sie, er wäre ich, aber als sie dann nach mir schaute, entfalteten sich die gerade beschriebenen Gegebenheiten. Als er sich in die Ecke verkroch, bemerkte er seinen Fehler und bekam Angst vor uns, während wir Angst vor ihm hatten. Und damit sind wir am Ende des heutigen kürzeren Videos. Was glaubt ihr, welche Geschichte wirklich wahr sein könnte? Ich selbst glaube, fast jede könnte wahr sein. Denn man glaubt zwar immer, dass niemandem so etwas wirklich passiert, aber das ist ein Trugschluss. Das Leben spielt nach keinerlei Regeln. Jeder kann Protagonist solch einer Geschichte werden. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und/oder Abo da. Damit unterstützt ihr den Kanal wirklich ungemein. Und sind wir ehrlich, es sind nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschläge. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.